Herzlich willkommen zu Snapshot Multiple Sklerose. Ich bin wieder zurück aus Mailand, wo dieses Jahr der ECTRIMS-Kongress, der weltweit größte MS-Kongress, stattgefunden hat. Ursprünglich wurde der Kongress 1984 mit damals ganz wenigen Teilnehmern ins Leben gerufen. Inzwischen sind es um die 9000 Teilnehmer aus 110 Ländern der Erde. Und es ist immer wieder toll, auf so einem internationalen Kongress mit den Kollegen in Austausch zu kommen. ECTRIMS ist die Abkürzung für The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis. Und es handelt sich um die größte MS-Fachorganisation in Europa und der Welt. Auf dieser Folie habe ich euch mal ein paar persönliche Eindrücke, also Fotos, die ich selbst bei meinem Aufenthalt in Mailand gemacht habe, hier abgebildet. Und es ist wirklich eine sehr vielfältige Stadt. Eine Reise dahin lohnt sich auf jeden Fall. Der Kongress fand über 3 Tage statt. Und hier seht ihr jetzt mal beispielsweise den Mittwoch. Und ihr seht, dass man also nicht ansatzweise an allen Veranstaltungen des Kongresses, an allen Vorträgen teilnehmen kann, weil nämlich zum Teil 8 Vorträge parallel stattfinden. Das Ganze geht von morgens bis zum späten Nachmittag. Und man muss sich so letztendlich entscheiden, was man sich ansehen möchte. Die verpassten Vorträge kann man sich zum Glück im Nachhinein online anschauen, aber auch da hat man natürlich nur begrenzt Zeit, sodass man sich für irgendwelche Themen entscheiden muss. Ich will euch heute meine persönlichen Highlights zeigen, also einige Vorträge, an denen ich selbst als Zuhörer teilgenommen habe. Und ich werde in den nächsten Wochen oder Monaten auch noch die ein oder andere Folge machen, wo ich auf andere Inhalte des Kongresses eingehe. Sehr stark vertreten war dieses Jahr das Thema Proridente MS mit den Begriffen Smoldering MS, PIRA und den daran beteiligten Mikrogliazellen. Dass die genannten Themen dieses Jahr ganz im Fokus waren, ist aus meiner Sicht eine sehr gute Entwicklung, da wir dringend bessere Therapien benötigen, um die schleichende Verschlechterung bei Patienten mit Proridente MS zu behandeln. Darunter fallen Patienten mit PPMS, SPMS, aber auch die schubunabhängige Verschlechterung, die sogenannte PIRA, also Progression Independent of Relapse Activity, bei einigen Patienten mit schubförmiger Multiple Sklerose. Ich habe einige Patienten, die seit mehr als 5 oder 10 Jahren keine Schübe haben und ein von Jahr zu Jahr immer wieder stabiles MRT, also keine neuen Flecken, aber nach 10 bis 20 Jahren Erkrankungsdauer dennoch eine langsam fortschreitende Verschlechterung ihrer Erkrankung bemerken. Zum Beispiel vermehrte Erschöpfung, Abnahme der Gehstrecke oder zunehmende Probleme beim Laufen. Man hofft nun genau diesen Patienten mit neuen Therapieansätzen in den nächsten Jahren besser helfen zu können. Leider gab es auf dem Kongress dieses Jahr noch keine Ergebnisse der zahlreichen Studien zu einer völlig neuen Medikamentenklasse zur Behandlung der MS, den sogenannten BTKI, also Bruton-Tyrosin-Kinase-Inhibitoren. Mit ersten Ergebnissen ist erst 2024 zu rechnen. Aufgrund des Wirkmechanismus dieser BTKI, nämlich der Wirkung auf B-Zellen und Mikrogliazellen innerhalb des Gehirns selbst, erhofft man sich einen Einfluss auf die Behinderungsprogression. Wer sein Wissen über die Verlaufsform der MS, den Begriff Smoldering MS oder auch die BTKI auffrischen möchte, der sollte sich unbedingt mein Video Nummer 8 zur progredienten MS und Mikroglia ansehen, das ich in der Infobox oben und unter dem Video im Text verlinkt habe. Mein persönliches Kongress-Highlight war der Vortrag der ECTRIMS Opening Lecture von Stephen Hauser, ein MS-Urgestein mit vielen Jahrzehnten Erfahrung im Bereich der MS und insbesondere auch in der Forschung aktiv. Er ist von der University of California in San Francisco. Stephen Hausers Vortrag hatte den ehrgeizigen Titel Multiple Sclerosis Path to a Cure, also Multiple Sklerose Weg zur Heilung. Ich habe mir in diesem Video erlaubt, den Begriff Heilung in meinen YouTube-Titel reinzunehmen, eben weil ich mich hier in diesem Video mit dem Thema und dem Vortrag von Stephen Hauser beschäftige. Stephen Hauser hat in seinem Vortrag die MS als eine Disease in 3 Acts, also eine Erkrankung in 3 Akten und 3 Stadien der Autoimmunität definiert. Als erstes Stadium die sogenannte benigne oder gutartige Autoimmunität, als zweites Stadium die pathogene Autoimmunität und als drittes Stadium die klinische Autoimmunität. Und erst in dieser Phase haben wir dann eine Manifestation der Erkrankung, also Symptome. Dabei hat er an Beispielen anderer Autoimmunerkrankungen aufgezeigt, wie Autoimmunität zunächst ganz umschrieben fokussiert beginnt und sich dann über Jahre hinweg langsam ausbreitet, von zunächst nur einem auffälligen Blutwert
hin zu einer wirklich manifesten Erkrankung, zum Beispiel am Beispiel des systemischen Lupus erythematodes, einer Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis. Und hier hat er eben gezeigt, dass ganz früh, noch bevor der Patient Symptome hat, Antikörper in Form von ANA messbar sind, dann später erst weitere Antikörper wie Anti-RO und Anti-LA hinzukommen, dann im Verlauf Antiphospholipid-Antikörper und schließlich Doppelstrang-DNA-Antikörper. Das alles müsst ihr euch im Detail jetzt nicht merken, aber ich will nur deutlich machen, dass er sehr schön gezeigt hat, wie eine Erkrankung über die Jahre eine Entwicklung erfährt. Ein anderes Beispiel war die rheumatoide Arthritis oder der Diabetes mellitus Typ 1. Und da hat er sehr, sehr spannende Studiendaten gezeigt. Studien, in denen bei Patienten mit einem sehr, sehr hohen Risiko für das Ausbrechen dieser Erkrankung hochwirksame Medikamente gegeben wurden. Also noch bevor die Krankheit ausgebrochen ist. So hat man zum Beispiel Rituximab bei Patienten mit typischen Blutwerten für eine rheumatoide Arthritis gegeben und hat damit das Auftreten einer rheumatoiden Arthritis bei einem Teil der Patienten verhindern können. Ebenso hat er Daten gezeigt, wo man Patienten mit einem hohen Risiko für einen Typ 1 Diabetes, also wo man Insulin spritzen muss, diesen Patienten einen hochwirksamen Antikörper gegeben hat gegen CD3 und dann zeigen konnte, dass der Ausbruch der Diabeteserkrankung bei vielen Patienten verhindert werden konnte. Nun die Brücke zur MS. In neuesten wissenschaftlichen Arbeiten hat man entdeckt, dass einige MS-Patienten bereits Jahre vor dem Auftreten von MS-Symptomen eine bestimmte Antikörperreaktivität aufweisen, quasi als Beleg für eine immunologisch aktive Prodromalphase Jahre vor dem klinischen Auftreten von MS. Das sind keinesfalls Routine-Blutparameter, das kann man nicht mal eben einfach in der Arztpraxis oder im Krankenhaus bestimmen, sondern das ist aktuell noch wirklich Gebiet der Forschung, wo noch sehr, sehr viel Arbeit geleistet werden muss. Steven Hauser stellt nun die Hypothese auf, dass es auch insbesondere aufgrund dieser Ergebnisse mehr Sinn macht, die MS ganz, ganz, ganz früh zu behandeln und hat unter anderem Daten der OPERA-Studie gezeigt, in denen Ocrelizumab als CD20-Antikörper mit Interferon Beta-1a verglichen wurde. Und da sieht man ja, dass die Patienten, die früh mit einem hochwirksamen Antikörper behandelt wurden, also Ocrelizumab, weniger Zunahme an Behinderungen hatten über die Jahre als Patienten, die mit einem Interferon behandelt waren. Und das Ganze war auch nach Jahren noch nachweisbar, also auch wenn die Patienten Interferone hatten und dann auf Ocrelizumab gewechselt sind, haben sie den Unterschied nicht mehr aufgeholt. Das heißt, sie hatten stets mehr Defizite als die Patienten, die von Anfang an mit Ocrelizumab behandelt wurden. Fazit war, je früher hochwirksam, desto besser. Zudem hat er verdeutlicht, dass die Mechanismen der progredienten MS bei den meisten Patienten von Anfang an bei der MS-Erkrankung vorhanden sind und nicht erst nach einer schubförmigen Phase beginnen. Nur konnten wir diese eben so früh bisher nicht sehen oder messen. Anschließend hat Steven Hauser verdeutlicht, dass wir zukünftig genauere Messmethoden brauchen, um eben diese im Hintergrund laufenden Prozesse von Anfang an sicher erfassen zu können. Schübe, G-Tests und MRT-Parameter wie neue Läsionen oder Hirnatrophie sind hier nicht genau genug, um diese schwelenden Prozesse, diese Smoldering MS von Anfang an zu erkennen. Künftig werden wir hier weitere Biomarker brauchen, sowas wie Serum-Neurofilamente, GFAP oder auch MRT-Parameter wie sich langsam ausbreitende, langsam wachsende Läsionen oder den Nachweis von einem Paramagnetic Rim, also von so Eisenablagerungen an Läsionen. Als Ziel hat Steven Hauser formuliert, dass der Liquor, also das Nervenwasser von MS-Patienten, quasi wieder normal werden muss unter Therapie. Also dass die oligoklonalen Banden, die OKB, weggehen. Hierzu läuft nun eine spannende Studie, in der Patienten nach dem allerersten Schub frühzeitig mit Ocrelizumab behandelt werden und man dann schaut, ob die oligoklonalen Banden, OKB, im Laufe der Zeit aus dem Nervenwasser verschwinden. Nun zu dem Punkt Heilung. Steven Hauser sagt, eine Heilung von MS sei ein realistisches Ziel. Er definiert Heilung dabei so, dass Gewebsschädigung lebenslang gestoppt wird, man keine dauerhafte Medikation einnehmen muss und die schleichende Verschlechterung komplett zum Stillstand kommt. Er hat es nicht so definiert, dass bereits eingetretene Schäden wieder rückgängig gemacht werden, sondern quasi, dass ab dem Tag der Heilung einfach die MS stoppt und nichts schlechter wird. Hierzu empfehle ich seinen ECTRIMS Podcast, den ich rechts oben in der Folie als Bild dargestellt habe und den ihr aber auch unten im Link euch anschauen könnt. Ja, also hier rechts oben, das ist Steven Hauser und unter diesem Link, den ihr unten aber auch zum Anklicken findet, könnt ihr euch seinen Podcast anhören.
Wichtig ist mir zu sagen, dass DMS Stand heute nicht heilbar ist. Stephen Hauser hat aber deutlich gemacht, dass inzwischen das Wissen über MS so gewachsen ist und wir neue Mechanismen verstanden haben, die wir früher nicht gesehen haben, dass er meint, dass man in den nächsten Jahren jetzt eine realistische Chance hat, eventuell wirklich zur Heilung zu kommen. Eben mit dem Ansatz, DMS ganz, ganz im Kern, ganz früh im Keim zu ersticken. Aber jetzt müssen wir hoffen, dass die Therapien, die derzeit entwickelt werden, in den Schulen wirklich zeigen, dass sie dazu auch in der Lage sind. Und wir müssen natürlich schaffen, Patienten ganz, ganz früh zu entdecken, um auch überhaupt zu sehen, aha, dieser Patient hat wirklich ein hohes Risiko, dass er eine MS entwickelt oder eine schlechte Prognose hat und dass wir zu diesem Zeitpunkt bereit sozusagen die Flamme auslöschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und einen Daumen nach oben da lasst. Das hilft einfach dem YouTube-Algorithmus, sodass dieser Inhalt noch mehr MS-Patienten zugänglich wird. Ich plane künftig noch weitere Videos über Inhalte von dem Kongress zu machen. Es gab noch andere spannende Daten. Bis dahin macht's gut. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch für Themen interessieren. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder hier bei Snapshot Multiple Sklerose. Ciao.